Nach der Schule begleitet Tobi Jim nach Hause. Um sich die Langeweile zu vertreiben, experimentieren sie im Garten mit dem Schwert des Tageslichts herum. Jim zerschreddert etliche Bücher mit dem Schwert, bis plötzlich Kral auftaucht. Home Run! Was für eine überwältigende Konfetti-Parade! Was ist das für ein Gelächter? Oh, hey, Dral, ich üb nur ein bisschen mit dem Schwert. Das Schwert des Tageslichts ist kein Kinderspielzeug, verstanden? Es ist eine heilige Verpflichtung, für die ich mein ganzes Leben lang trainiert habe, um ihrer würdig zu sein. Willst du vielleicht auch mal eine Runde? Jim gibt Dral das Schwert. Aber kaum hält er es in den Händen, verschwindet es und taucht in Jims Hand wieder auf. Tut mir leid, hatte ich vergessen. Wenn es mein Schicksal ist, das Schwert nicht führen zu dürfen, dann ist es vielleicht mein Schicksal, dich zu unterrichten, wie man es korrekt schwingt. Deine Klinge ist die Erweiterung deines Körpers und dein Körper ist die Erweiterung deiner Augen. Mach meine Bewegungen nach, Trolljäger. Dral trainiert mit Jim eine Weile, bis die beiden von einem aufgeregten Tobi unterbrochen werden. Verflixt, wir wollten Blinky im Museum treffen. Wir machen später weiter, okay, Dral? Los, komm, Tobi. Jim und Tobi schwingen sich auf ihre Räder und sausen davon. Als die beiden das Museum erreicht haben, wird es bereits dunkel. Durch ein Fenster im Erdgeschoss steigen die beiden in das Gebäude. Super, Blinky hat die Fenster offen gelassen. Ich hoffe, er hat die Kameras ausgeschaltet. Oh Mann, es ist wahr. Man kommt immer an den Schauplatz des Verbrechens zurück. Oh. Sie wollten uns resozialisieren, aber das Gefängnis hat nur bessere Kriminelle aus uns gemacht. Die Kobolde sind alle weg. Wendel, Blinky und Ark erwarten die Jungs schon. Ihr kommt zu spät. Entschuldigt, Dral hat Jim trainiert. Dral? Trainiert? Er hat es sich bei uns im Keller gemütlich gemacht, um auf unser Zuhause aufzupassen. Selbstredend. Wenn ein Troll in der Schlacht geschlagen wurde, ist es völlig natürlich, dass er im Domizil des Siegers Zuflucht sucht. Also ist das okay? Okay wäre das falsche Wort. So ein Arrangement kann nur im Desaster enden. In heillosem Desaster. Warten wir hier darauf, entdeckt zu werden? Oder hattest du vor, mir dieses Ding zu zeigen, von dem du meinst, das wäre die Killerkopfbrücke? Oh, der Trolljäger ist gerade dabei, uns den Weg zu zeigen. Jim bringt Wendel und die anderen in den Raum, wo er die Killerkopfbrücke gesehen hatte. Als wir die Kobolde verjagt hatten, rannten wir an diesem Ausstellungsstück hier vorbei. Und da war sie dann. Die Killerkopfbrücke. Aber vor ihnen steht keine Brücke, sondern ein altes Wikingerschiff. Hm? Oh nein. Das ist keine Brücke. Aber sie war genau hier. Du hast sie doch auch gesehen, Tobi. Du hast ein Foto von ihr gemacht. Es war, etwas unscharf. Ich habe vergessen, den Blitz einzuschalten. Und außerdem sind wir schnell gerannt. Ich meine, man hat uns gejagt.